Dann viele auch Streamer, die es nutzen, der Sound mega geil, den man hört, aber das Mikro mega schön. Okay. Ich meine, Bruno Rick, der schreibt gerade tatsächlich, aber auch hier im Ingame-Chat, also in Lotro. Ich muss immer mal wieder wechseln. brauche nur noch wenige Spinnen für meinen ersten. Ah! Ja, sehr geil. Dann hast du 5 Coins. Sehr cool. Ja, damit er nicht immer die ganze Zeit raustappen muss. Deswegen habe ich gesagt, er kann auch ruhig hier im Ingame-Chat schreiben. Das seht ihr zwar nicht, aber ich lese es halt vor. Ich habe halt nur eine Sache überlesen. Was mir übrigens sehr leid tut, aber es passiert manchmal, dass ich was überlese. Wenn, dürft ihr mir das gern nochmal schreiben. Nicht spammen, aber natürlich dürft ihr mir gern, wenn ich was überlese, nochmal gern überschreiben. Da gibt es Sinn. Ja, es war halt einfach einfacher. Aber ich glaube, Bruno Röcke kann dich, glaube ich, jetzt in die Guild einladen, oder? Du bist jetzt, glaube ich, aus dem Intro raus. Oder? Oder bist du noch. Bist du nur in deiner Intro-Sequenz? Ich habe nur gefragt, ob du noch im Intro bist. In der Einleitung. Einleitung, Intro, wie auch immer das da heißt. Wegen Gilde. Bisschen bin ich ja noch da. 2 Stunden ungefähr. Autsch. Warte mal, was? Ja, nein. Hilfe. Ah, auch mit Signatur. Ach so. Das habe ich gehört, meinetwegen den Coins. Ich habe nur gesagt, dass das sehr cool ist. Aber die ersten Coins gehen halt auch echt schnell. Also die ersten Coins kriegst du easy zusammen. Warte. Ich kann mal gucken. Nee. Achso, warte, Suppe. Hinzufügen. Warte mal, gucken, dass ich mich nicht vertippt habe. Okay. Es geht. Wir kommen in der Gilde. Hab hier doch der Typ beim Kampf in FF14 auch im Gang geantwortet. Ja, stimmt. Stimmt. Habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich auch gesehen. So, wir haben ein neues SIP-Mitglied. Herzlich willkommen im Chaotentrupp. Und so wächst unsere kleine Gilde. So, jetzt muss ich einmal. Ja, neue Registrierkarte erstellen. Filter. Internet. Und Ereignis Regionalsippe. Textfarbe ändern. Sippe. Und bitte einmal groß, damit ich das auch sehe. Und umbenennen. Sippe. Das perfekt. Nee. So. Nein. Jedes Mal wieder.
Spiegelung auf dem Wasser sieht mega aus. Ja. Ich finde das mega cool. Das Spiel, trotz dass es so alt ist, sieht echt immer noch mega gut aus, finde ich. Ich bin mal gespannt, ob sie nächstes Jahr wirklich auch grafisch das Ganze ein bisschen umändern wollen. Da bin ich gespannt, ob sie das machen. Aber es sieht halt trotzdem immer noch echt schön aus. Wobei ich halt auch die Grafik auf Maximum gedreht habe. Also volle Power. Brauche ich euch auch? Ja, ich kann euch auch nehmen. Wir bewirken BS-Kern mit Stein. Ist der irre. Okay, was brauche ich hier noch? Galrip. Ist den Galrip schon wieder? Nee, du nicht. Warum mache ich nicht einfach die Namen an? Ich bin ja so froh, dass ich bei FF14 nicht mehr auf PS4 spielen muss. Ich habe tatsächlich das noch nie auf der PS4 gespielt. Obwohl ich es auf der PS4 habe, habe ich es nie drauf gespielt. Das einzige MMO, was ich auf der PS4 mal gespielt habe, war ESO. Das habe ich auf der PS4 gespielt. Oder sonst? Ich spiele es nicht. Jetzt habe ich den Tropfen angegriffen. Ich habe ein einziges Mal versucht, FF14 am Controller am PC zu spielen. Das habe ich tatsächlich mal versucht. Ich habe es aber auch ganz schnell wieder gelassen. Ich glaube, da ist er. Ja. Stell mir das Spiel vor, ich mir auch. Wobei, als CD mag das vielleicht gehen. Oder man kommt damit halt wirklich deutlich besser voran. Kann natürlich auch sein. Wie das mit Tastatur und Maus. Okay. Das geht. Ich lerne hier gerade Sachen. Komm her. Komm zu Mama. Tada! Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du echt hässlich bist? Auf der PS4 nur mit Maus und das Tastatur ist einfach besser, man kann mehr machen. Ich finde, wir wechseln im Kampf durch die einzelnen Kategorien. Ich weiß nicht, irgendwie. Na gut, ist ja jedem selbst überlassen, wie er spielt. Also, ich spiele tatsächlich gerne am PC. Habe es aber natürlich auch nicht großartig ausprobiert an der PS4. Beziehungsweise halt gar nicht, ne? So, jetzt komme ich hier weg. Ich hoffe, dass wir jetzt hier richtig reiten.
aber sieht richtig aus. Jetzt nach links halten. Oh, ich möchte in die Nordhöhen. Ich möchte diese ekelhaften, einsamen Länder hinter mir lassen. Also ich mag die echt nicht so. Sie haben schöne Stellen. Aber allein dieses düstere, trübe Gras. Nee. Nee, einfach nein. Nein. Nicht meine Ecke. Geh doch woanders hin. Ja, machen wir ja bald. Hoffe ich. Als nächstes kommen die... Himmel, habe ich doch gesagt. Die Nordhöhen. Du bist willkommen. Mhm. Sei gegrüßt. Mhm. Du bist willkommen. Mhm. Wirst du dir anhören, was mich bewegt? Okay. Ich möchte nicht in die Nordhöhen. Ich möchte aber in die Nordhöhen. Ich möchte aber in die Nordhöhen. Ich mag doch die Nordhöhen. Also ich weiß nicht, ob ich sie mag, aber... Weißt du, wie so ein kleines Kind, was ein Lolli haben möchte, ne? Aber ich mag doch den Lolli. Ich mag doch den Keks. Oh Gott. Einfach nein. Folgespiel der bekannten Story der drei Bücher. Ich meine, es schneidet einige Stellen an. Also, ich finde jetzt natürlich auch nicht zu viel spoilern. Es kommen auf jeden Fall bekannte Charaktere quasi drin vor, ja. Es richtet sich auch eher nach den Büchern als nach dem Film. Zumindest was ich bisher gesehen und entdeckt habe. Inwieweit das dann natürlich im Nachhinein noch weitergeht, weiß ich nicht. Ich kann es nur ein bisschen beurteilen. Wohl nicht. Wo ist Hafergut? Was ist das für eine Quest? Im Auenland! Als wenn ich jetzt so zum Auenland reise. Ihr seid doch irre. Ich reise doch nicht ins Auenland. Ja, okay. Hallo, Radagast. Es ist einiges geschehen. Ja, dies ist ein schreckliches Schicksal für jeden, den es trifft. Dieser Eva ist wirklich ein grausamer Feind. Ich bete, dass man diesen jungen Leuten gesund und wohlbehalten wiederfindet. Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Zwei tollkühne junge Iglen sind losgezogen, um die feste Gure zu retten. Ihnen ist nicht klar, in welche Gefahr sie sich begeben, und sie müssen von ihrem Vorhaben abgebracht werden. Der Stolz und die Ehre treiben sie an, aber was sie erwartet, ist allein der Tod. Also in diesem Game geht es um die ganze Lore, man selbst spielt aber etwas abseits dem Gefährten. Ja. Ja. Ah. Solo. Ja, komm. Werdet ihr mir helfen? Zwei junge und starkköpfige Ilsa und Eriak sind mit ein paar Gefährten nach Agamau eingedrungen. Sie wollen herausfinden, wer hinter dem Bösen steckt, das ihr Volk bedroht. Doch wenn der Aretfürst Ivar nach Agamau gekommen ist, dann fürchte ich, dass sie sich einer Macht gegenübersehen, wenn der sie nicht gewachsen sind. Sie brauchen eure Hilfe. Der Rotsumpf ist in zwei Gebiete unterteilt. Das sind die südlichen Sümpfe, Haragmar genannt, die ihr bereits kennengelernt habt. Ezra und Eriak sind über den Rotpass in die nördlichen Moore namens Agamau eingedrungen. Dieser Durchgang ist nur den Iglen bekannt und mir. Ich werde euch begleiten, denn der Schatten, der sich über Agamau gelegt hat, ist zu mächtig, um von euch allein bezogen zu werden. Und wir wissen nicht, von welcher Art das Übel ist, das uns im Sumpf erwartet. Kehrt sie mir zurück, sobald ihr bereit seid. Da gibt es etwas, was ich gebrauchen kann. Das ist schon mal gut. Seid ihr bereit für den Abmarsch? Und wir müssen sofort aufbrechen. Ich fürchte, die Zeit wird knapp für unsere jungen Iglen-Freunde. Der Arid-Fürst Ivar verbreitet Verderbtheit in Agamaur.
dem Rotsumpf, Ke'agamau, indem er das Böse dorthin bringt, um den Willen Angmars zu befolgen. Hallo, Iron. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wir müssen nach Westen zum Lager der Iglaine. Elsa und Eriak werden schon warten. Und ich kann mich von dort aus besser um dieses Verderbnis kümmern. Die Macht, die diese Sümpfe noch immer verdirbt, ist gar schrecklich, aber vielleicht müssen wir uns hier nicht allein stellen. Die Windtiere berichten mir, dass es hier Schatten wie die von Emmeline gibt, die davon überzeugt werden könnten, den Iglaine zu helfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht unter ihresgleichen bleiben, aber wenigstens haben sie den Iglaine nichts Böses getan. Doch jetzt müssen wir uns beeilen. Selbst die Bäume schreien vor Schmerzen. Ich muss ihnen so schnell wie möglich helfen. Folgt mir. Ich kann euch allerdings keinen Beistand versprechen, denn ich werde meine ganze Stärke brauchen, um Eva Blutern gegenüberzutreten. 3 Stunden Fasmo hinter mir. Sonst wäre ich schon früher aufgetaucht. Alles gut. Alles gut. Ich hoffe, Fasmo war gut. Hat einer Kaya gesehen. Nein. Kaya ist, ist und bleibt vom Erdboden verschluckt. Ein Feigling. Ja, das ist er. Das ist er. Radagast, können wir mal schneller gehen? Oh, hallo Füchschen. Lass es sie nur nicht hören. Wer nicht da ist, kannst du auch nicht hören. Quasi. Aber wir sagen ja auch nichts Schlimmes. Wir sagen nur, wie es ist. Doch. Na gut, eigentlich müssten wir, weil, ne? Er hat ja noch großspurig erzählt hier, ne? Fasmo und so. Hat er mit angefangen, unter anderem. Ja, er hat hier große Töne gespuckt. Ich war dabei. Sag mal, tut Radagast da eigentlich auch irgendwas? Oder steht er da einfach nur rum? Schimmel. Ja, das auch. Das auch. Ich würde für ihn einspringen. Ja, aber das zählt dann ja nicht. Das zählt dann ja nicht. Und das kann Ewigkeiten dauern, bis wir hier an Ort und Stelle sind. Wie gesagt, meine Wenigkeit brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ich stehe dazu. Ich stehe zu meinem Wort. Wobei ich aber auch nicht großspurig rumgetönt habe, dass es für mich kein Problem sei. Das sei mal dazu gesagt.
Bei meiner ersten Phasmo-Runde mit Kaya habe ich mich geopfert. Was macht der? Macht das Spiel einfach auf, weil er sich eingepisst hat. Quasi. Also. Ne? Er hat sich Schwanz eingezogen. Ich bin für ihn gestorben in Phasmo. Weißt du, statt dass er mal tot recht, nö, flüchtet er. Der Kerl flüchtet. Und lässt meine Leiche da auch noch liegen. Und wenn es noch schlimmer ist. Also. Ich weiß zumindest, was ich mache, wenn er bei Phasmo dabei wollte. Ich werde ihn so ins Besser laufen lassen. Wissen Sie? Das ist gemein, Mann. Gemein. Aber vielleicht hat er so einen kleinen, also so ein Haseschwänzchen. Hier ist dieses Büchlischwänzchen. Ich bin hier kompromissbereit. Erste Runde auf Anfänger, dann Fortgeschritten. Naja, gut, dass du keine Siegesbedingungen gemacht hast. Ringel. Ringelschwänzchen. Ringelschwänzchen geht auch. Aber Stummelschwänzchen ist auch schön. Diese süßen Hasenschwänzchen. Wir haben ja auch ein Kaninchen und das ist so ein süßes Kaninchen. Das ist so klassisch. Man darf, wenn man jetzt den Kontext dazu nicht hat, ne? Das klingt dann auch schon wieder. Oh. Das klingt auch schon wieder so scheiß zweideutig. Ja. Das geht gerade in eine komplett komische und falsche Richtung. Ja, sag ich doch! Das wird jetzt leicht seltsam wieder. Etwas unheimlich. Etwas. Ich komme auch noch auf Stufe 32. Das hier erreiche ich heute auch noch. Neben befahl mir, die Stellung zu halten und ich muss gehorchen. Er ist unser Kommandeur. Ich stehe unter seinem Befehl und mit mir meine Männer. Die Ehre verpflichtet uns und diese Verpflichtung ist sogar noch mächtiger als der Fluch Yavin Benadas. Ich werde meinen Kommandeur nicht im Stich lassen, auch wenn er sich sehr verändert hat. Ich kann nicht gegen seinen Befehl verstoßen, solange er noch da ist. Wenn ihr wollt, dass wir kämpfen, müsst ihr Neven darum bitten. Er sitzt im Norden. Da liegt Neven. Ja, wo ist Neven? Im Norden, ich weiß. Im Norden. Ich dachte jetzt gerade, dass das Spiel abkackt. Nee, ein Baum reicht das mal. Ich muss hier nicht übertreiben. Aber vielleicht überrascht du Sky auch. Pass auf, wenn wir dann Phasmo spielen, vielleicht schaffen wir es dann ja. Kaya kann uns auch überraschen. Vielleicht übt er. Stimmt! Vielleicht übt er heimlich. Nur um uns dann, ne? Beweisen zu können, dass es kann. Ja? Was? Ne, gar nicht. Die Pflanzen greifen mich an, da kann ich nichts für, das ist Unkraut.
Hilfe! Ich werde angegriffen. Nieder mit dem Pferd. Hallo Kaya. Okay, Iron dreht durch. Ich habe leider Angst vor Iron. Ich bin viel Spaß und gute Nacht. Gute Nacht, Maxo. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und morgen einen schönen Tag wünsche ich dir. Danke. So. Jetzt weiß ich zumindest, warum da der Thron stand. Achso, jetzt muss ich wieder zurück. Ich hab's, glaube ich. Warte, wann hatte ich es jetzt nochmal installiert? Gestern oder vorgestern? Ich glaube, vorgestern habe ich es installiert. Ich bin klein, lieb, harmlos, unschuldig. Ja, sehr gut. Hör auf zu lachen. Dude, unschuldig. Vor allem unschuldig, ne? Das betonen wir und unterstreichen es mit dicken roten Markern. Unschuldig. Ein Unhold, eine grausame Kreatur Angmas. Wie konnte es geschehen, dass ich das nicht erkannt habe? Ich bin schon so lange in den Sumpf von Yervain Benadar dazu verflucht, die rote Maid zu erlösen oder zu vernichten. Sie, die in Agarven lebt, eine Macht, die nun unter dem Einfluss der Arithmanen steht. Ich war blind gegenüber dem, was aus Neven geworden ist. Nun werde ich Wiedergutmachung leisten. Nun werden wir unseren Kampf ausfechten und nach Kräften versuchen, unseren Fluch zu erfüllen. Oh Gott. Lesen will gelernt sein. Mein führendes Zeugnis ist weit. Auf dem Beweis hier. Braucht das damit mit dem Laden, wo ich arbeite anfangen konnte. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin total schüchtern. Mir klopft immer keiner. Mir auch nicht. So, um diesen Scheißschatten mal hinterher zu kommen. Weil ich gerade mal wieder nicht aufgepasst habe. Aber ich glaube, die warten hier so ein bisschen, ne? Gott, was für ein Massaker! Das Geistermassaker! Radagast wird erstmal niedergemetzelt. Tut er einfach nichts. Ich habe das Strafgesetzbuch da nicht darin besetzt zu sein. Das Strafgesetzbuch hindert uns an so vielen. Nein, ich will doch nur die Nase putzen. Nee. Meine gute Erziehung. Bin ich froh, dass Menschen keine Gedanken lesen können. Wer ist so am Arsch? Nicht nur du, ich auch. Meine Gedanken möchten viele, glaube ich, gar nicht wissen.
glaube, dann würden sie ganz anders über mich denken. Wir wurden geschlagen, das lässt sich nicht leugnen. Dieser Iva befehligt das Wasser, die Unholde, den Wald selbst. Meine schwachen Kräfte reichen nicht aus, um ihn zu besiegen. Und ich fürchte, dass sich etwas noch viel Schrecklicheres in den Ruinen vom Norden, im Norden auffällt. Wir haben kaum noch Zeit, bevor sich das Böse aus Garvin ergießt. Unsere letzte Hoffnung ist Radagast. Nun, er wird Iva Einhalt gebieten können. Geht bitte mit ihm nach Norden zum Tor von Gas Agavan. Haltet den Arendfürsten Iva auf. Drei Kreuzer im kleinen Ländermann, Kai in Fassbo und Iron in Lotro. Ja, stimmt. Ich kann auch nicht weiterkommen mit dem Leveln. Das Angeln dauert ja schon ewig. Du angelst halt einfach zu viel. Eilt euch, der Arid-Fürst Iva ist nicht mehr weit. Unweit der Tor von Garvin nördlich von hier. Vielleicht wird es er sich nicht sofort zeigen, deshalb müssen wir ihn hervorlocken. Vor uns liegt eine schwere Aufgabe, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Wir werden heute triumphieren, wenn wir den Mut nicht sinken lassen. Na gut. Und schon ein Schar. Da bist du aber sehr zuversichtlich. Wunder soll es halt wirklich geben. Wunder gibt es immer wieder. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weiter kommt erst, wenn wir fast mal gespielt haben. Ohne Spiel auszumachen. Kein Item 4. Sag das Kaya nicht mir. Bei mir gibt's kein Alter 4, außer bei Tales of Arise, weil ich nicht weiß, wie ich aus dem Spiel wieder rauskomme. Am Ende des Streams. Aber du drohst immer, dass du mit Alter 4 das Spiel beendest. Das ist seltsam, dass Iron Detect schon wieder weiß. Das macht etwas Angst. Nein, du doch nicht. Niemals, nie im Leben. Iva Bluthand. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Hallöchen. Wahrscheinlich die gezwungen im Zoo. Wir werden schon sehen, Ede da. Das nennt sich Google. Was ist dieses? Gockle. LOL! Einmal so ein Blitz drauf geballert. So, nun? Diese Kreatur hat viel Macht, aber selbst solche Macht bedeutet nichts gegenüber einem Herzen, das voller Hoffnung und Vertrauen in seinen Verbündeten ist. Hab Dank für die Hilfe, die ihr uns geleistet habt. Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Die Verderbtheit, die Iva vorantreibt, ist Einhalt geboten. Zumindest im Moment. Jetzt muss ich zum Lager der Iglaine zurückkehren und dazu beitragen, dass dem Bösen für immer ein Ende gesetzt wird. Es gibt hier für euch noch mehr zu tun, sofern ihr dazu willens seid. Doch wollen wir im Moment nicht weiter davon sprechen.
Ich traf zu spät in Bre und zu früh in Wetterspitze ein. Daher gelang es den Helfern des Hexenkönigs, Frodo anzugreifen und mit einer Morgul-Klinge zu verletzen. Glücklicherweise kam Aragorn zu seiner Rettung. Ah, okay, wir haben die sogar überholt. Nett. Ich angehe nicht so viel. Jeden Tag 10 Punkte. Kann ja nicht dafür, dass es nur gefühlt alle 50 verschiedenen Punkte gibt. Und das ist mies. Das ist mies. Okay, dann einmal kurz. Kaufen.